Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist, wer macht denn, welches Viech macht denn? Wer ist denn das? Das ist ein Gast, du Vogel. Was? Nein! Wo ist der Kackenfrosch? Kackenfrosch. Was war das gerade? Der hat gerade irgendwas gesagt. Was? Irgendwas? Irgendwas hat er gerade gesagt. Ja, der redet richtig. Ja. Weißt du eigentlich, was das? Weißt du eigentlich, wie die Geräusche zustande gekommen sind? Schlafende Katze, oder? Ja, genau. War cool. Schläft doch eine schlafende Katze, ja. Ich glaube von einem der Minecraft-Entwickler. Notch war es nicht. Und so viel weiß ich. Irgendjemand. Ja, genau. Aber ich habe schon von ein paar gehört, dass es eine schlafende Katze aufgenommen wurde, ja. Ja. Der Gast, ja. Und auch das Geräusch, wenn man dich schlägt, oder wie? Ja! Das ist ja ETF, Alter! Ja, so ist es. Was habe ich hier bekommen? Wirstil. Wirstil! Hä? Das heißt so Wirstil. Das ist ein Gestein im Nether. Ist das lieb? Wirstil? Was? Ach, diese deutschen Übersetzungen sind doch so zum Kotzen. Du hast es direkt mit den deutschen Übersetzungen. Wirkstil. Oh, Alter, ja, ne? Also es ist wirklich sowas von kaputt. Boah. Ich brauch mehr Leder. Ich brauch Leder. Ich möchte so viel Netherquarz sammeln wie möglich. Netherquarz? Lederquarz. Ich flute mal komplette Nether leer aus. Also Honk, ich will jetzt nichts sagen, aber in meiner bekanntlich krassen Welt, da habe ich mehrere Stacks Bücherregale gehabt, weil ich die ein oder andere Menschen gefunden habe und so weiter. Ja, von Menschen kriegt man viele Bücher. Also ja, manchmal tatsächlich auch von Festungen, also von dieser Ding. Weißt du? Ich meinte so, wenn man Menschen trifft, dann kann es auch passieren, dass sie sagen, hier, dieses Buch ist gut. Ja, ich erzähl halt Quatsch. So, ich muss mal wieder ein paar Kühe muhen. Wo sind meine Lohnruten? Scheiße. Scheiße, sagt man nicht, davon geht die Bildung in den Arsch. Was sind das denn? Also ich bin auf dem Gymnasium übrigens. Ja. Ja. Pilzlicht. Ah, cool. Pilzlicht ist geil. Sind eigentlich ganz, ja, wird aber viel zu selten genutzt, finde ich. Ja, das werde ich ändern, Leute. Wolfi, du weißt ja, wie ich meine Beleuchtung gemacht habe, ne? Für die. Genau, das war das, okay, verstehe. Portalräume da. Ja, genau. Ist das ein Lärm hier? Sterbt Kühe. Okay, das kann man nicht schneller abbauen. Mit einer Hacke. Ja, mit einer Ho. Also alles, was mit Ho, der Weihnachtsmann kommt. Nee, alles, was mit den Riesenpilzen da zu tun hat, zum Beispiel auch das Quatschi-Matschi, was oben dran klebt, das kann man am besten mit einer Ho abbauen. Achso, die Ho ist die Eisenaxt, ne? Nee, die Hacke, mit der du Gartengeschichten machst auch. Ah, mit der? Ah, die habe ich eh auf der Hand. Die hat man immer auf der Hand und wenn man sie nicht haben will. Ah, stimmt, voll. Ja, cool. Ich möchte nämlich so viele von Nether mitnehmen. Ja, mach das. Sehr gut. Ich hoffe, ich verirre mich nicht hier. Ich darf nicht zu weit reingehen. Verirren? Ja, ich habe das Gehirn. Problem. Mit Gehirn. Let's play mit Gehirn. Das ist ja eine Verarschung von Gronk. Gronk hat den Vorspann Gronk Let's Plays mit Herz. Ja, genau. Da habe ich gedacht, ich habe kein Herz, ich habe Gehirn. So, ne? Das ist so super. Aber Leute, was wollt ihr eigentlich mehr mit diesem Projekt hier machen? Also tiefer gehen, also mit auch Merchandising und so? Du hast es einmal gesagt, Honk, ne? Ja, das können wir auf jeden Fall auch machen, ja. Weil ich möchte einen Oberteil machen, wo Let's Play mit Gehirn draufsteht und dann unten Honk. Ja, nee, das ist sowieso geplant, das plane ich auch schon für meine Website. Und da können wir natürlich auch eine Sache machen, wir können natürlich auch, ich habe ja die Domain honk.de, ne?
Und ja, da will ich ja sowieso so eine Sache machen, dass ich Umfragen mache und alles mögliche, also alles, was um meinen Let's Play-Kanal rundherum geht. Da können wir natürlich auch eine Unterdomain alhohol.honk.de machen, worunter man dann im Endeffekt halt Sachen findet, wo wir dann im Endeffekt auch einen Live-Chat und so weiter haben können. Ich plane eine ganze Menge lustiger Sachen, also da wird mit Sicherheit einiges gehen. Ja. So, Ich habe Pilz, ich habe Fußpilz. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. So. So, was die. Da, da. Jetzt bleib ich bei einer. Warte mal, bleib mal stehen. Ah, ich bleib stehen. Hier. Ach, ich trage mal wieder in den Berg weg. Ah, ich bin schon wieder voll gelootet. Nicht. Nein. Wenn ich irgendwas nehmen soll für dich, ich habe noch einen Großteil drin Platz bei. Nö, ich einen Platz habe ich noch drin und der Rest der wird gesteckt. Den ich abbaue. Okay, ich geh heben. Erstmal. Erstmal heben. Heme. Ja, noch heme. Du. Nö. Ja, genau. Genau. Da ist es wieder. Das Sachse ist wieder am Start. Jawohl. Ja. Ja, nö. Ah, du bist, ihr seid, bist du. Oh! 1, 2, 3, 4, 5 Endermänner. Leute! Bist du zufällig gerade im Soul Sand Valley oder was? Da passiert nämlich sowas. Nö. Ich hab gedacht, das sind eher mehr Skelette. Leute! Leute! Hä? Was kriegt der so? Weg hier! Enderman! Ich hab gedacht, er hat Diamonds im Nether gefunden. Ach, ja, nee, er hat einen ganzen 64er Stack Ancient Debris gefunden. Leute, mich hat es in Enderman gejagt, Leute. Wow. Ja, und? Hat er dich gekriegt? Ja, er hat mich gehaut. Zweimal. Aber zum Glück habe ich nur 2,5 Sterne verloren. Sterne sag ich da und Herze. Schitteböen. So. Schitteböen. Gehe jetzt nach oben. Und Leute, an meinem Rad. Ich hab ihn doch gar nicht angeguckt, Leute. Was soll denn das? Leute. Das ist übel die ranzige Situation, wenn man den Enderman aus von gefühlten 30 Blöcken Entfernung anguckt und er dann aggressiv wird. Was extrem. Und das aus Versehen. Also, das war jetzt heftig. Ich trau mich gar nicht mehr raus, der ist genau. Aber ich glaube, ich kann ihn vernichten. Weil der ist genau hier, wo er nicht rein kann. Du musst dir einen Schutz bauen, der 2 Blöcke hoch ist, da kann er nicht runter. Und dann kannst du ihn von da drinnen kannst du ihn wegsnacken. Ja, ja, so mach ich das gerade. Auch. Mach ich gerade, ja. Du zitterst so, ist alles okay mit dir, Andy? Aha. Andy, das kleine Enderschwein. Der will nur schmusen. Und ich habe eine Enderperle, Leute. Ich habe eine Enderperle. Ja, geil. Dann bist du ja schon fast irgendwie im Ende jetzt. Ja, genau. Jetzt gehe ich in das Endportal und beende das Spiel. Ja, ja. Das war's mit dem Let's Play, liebe Leute. Ach, das kann man ja mehrfach machen. Man kann ja mehrfach ins Endportal gehen. Ich gehe mal au. Ah, bald ist mein Verzauberungsraum fertig. Ah, es ist so wunderschön. Verzauberungszaum. Ja, mein Versauberungstaum. Raum. Taum. Taumraum. Zaumzeug. Zaumzeug. So. Ich habe noch 9 Bücher. So, Horst, wie sieht's aus? Kommst du mit auf Reisen? Warte einen Moment. Ich werde erst noch kurz zurückgehen in die normale Welt. Ja. Und werde die ganze Sache mal wegbringen, weil ich bin übervoll. Ja, mach das. Jetzt, ich tue dabei du bist jetzt schon übervoll? Du hast doch noch gar nicht so viel Bier getrunken. Nö, das nicht. Kisten, was habe ich jetzt nicht mit? Nö, Leute, habe ich das jetzt nicht mitgenommen? Das war lieber. Leiter von heute. Unglaublich, sowas echt. Ja. Anzeige. Anzeige ist raus, ja, genau. Ja. Wisst ihr eigentlich, woher das kommt mit dem Anzeige ist raus? Nö. Wann hast du es? Vom Drachenlord. Das hat der nämlich gesagt. Das hat der nämlich immer gesagt. Drachenlord? Was?
Du guckst Drachenlord? Was? Ich weiß, was er so alles gesagt hat und so, ne? Also ich habe mir... Man muss ja zumindest wissen, worum es im Drachen-Game geht, ne? Also das ja, ist ja... Aber darf ich dir mal was sagen? Darf ich auch mal was sagen? Was dieser Kerl sagt, ja, dieses Anzeige ist raus, das sagen so viele Menschen. Das ist beeinflusst von ihm. Also es gibt ja inzwischen eine ganze... quasi schon Kultur rund um diese ganze, um das ganze sogenannte Drachengame, ne? Und ob man das jetzt gut finden soll oder nicht, bleibt halt jedem Einzelnen überlassen. Ja, sicher. Also ich finde, wie das ausgeartet ist mit dem Drachenlord, ne? Also, dass man ihn so mobbt, ne? Das ist schon irgendwo ein bisschen krass, aber er hat im Endeffekt auch wirklich sich da selber die eigene Hölle gebaut, ne? Und es gab so viele Leute, einschließlich mir, die ihm gesagt haben, bitte hör auf, diese Videos zu machen und hör auf, so zu provozieren vor allen Dingen auch. Und er hat immer weitergemacht, das ist ja das Ding, ne? Also, da kann man dann auch nicht immer nur mit ihm halt Mitleid haben, sondern irgendwo ist dann auch mal selber schuld, kann man sagen, ne? Also, ja, stimmt, ja. Bei uns sagt man SSKM. Was? SSKM. SSKM. Essenskeim, ich verstehe das nicht. SSKM. Ach so, ja. Und was heißt selbst, das? Selbst schuld, kein Mitleid. Ach so, ja, das so kann man das sehen, ja, genau. So, also ich hätte jetzt Ausrüstung, wir können mit den Pferden an Start gehen oder so. Was meinst du? Was ja, ich mache noch folgende Sachen. Ich werde jetzt meine Sachen nochmal hier reintun. Reingeben heißt das, Horsti. Das heißt reingeben. Serverausgang. Das geht überhaupt nicht. 1, 2. Was? Warum hört man mein Mikro jetzt nicht? Ja, ich höre dich. Ich höre dich. Ja. Ich höre dich. Geht das jetzt schon in ganze Folge? Hä? Aha. Ja, deine Drachenstunde nie aufgenommen, man kennt's. Ich nehme die ganze Zeit auf und mein Mikro geht nicht. Test 1, 2, 3. Test. Hosti. So. Eigenschaften. Oh, jetzt juckt mir die Nase. Gleich gibt's eine Explosion. Warum hat er das nicht? Ja, gleich gibt's eine Explosion. Oh. Habe ich jetzt die ganze Zeit ohne Sound aufgenommen? Ja. Mein Sound war da, aber mein Mikro, ich muss das dann alles schauen. Hä? Ach, hier muss ich auch noch. Das wäre jetzt bitter, das wäre doof. Die ganze Zeit habe ich jetzt nichts gesagt in den Aufnahmen. Ja, es hat nur ihr geredet. Das ist schon ärgerlich, ja? Kann ich mir gut vorstellen, dass das ärgerlich ist. Nö, das ist jetzt... Na, ich weiß jetzt nicht. Das ist gemein. Jetzt erkennt's OBS auf einmal mit dem Mikro wieder. Hä? Ja, OBS macht manchmal komische Sachen. Das habe ich auch schon festgestellt. Ja. Ich hoffe, es ist die einzige Folge gewesen. Ich nehme ja schon seit Folge 28 auf. Und jetzt bin ich bei 32. Hä? Ich war ein bisschen belasten. So, hast du ein bisschen Stuff? Also ich habe Eisen, Holz, Kohle, Fackeln, Essen. Und ja, ich habe alles, danke. So, machen wir los? Oder was denkst du? Warte noch. Ich muss mein ganzes Gestein einmal hier rein. Das reimt sich. Okay. Reingeben. Nein, genau. Basalt brauche ich hier drin. Das klingt, Leute. Das sind Wirrwarr. Wisst ihr, wie der Block heißt? Das klingt so pervers. Wirrwarzenblock. Ja, irgendwie schon. Ja, deshalb Warzen ist ja sowieso irgendwie schlecht. Also, ja, voll. Leute, es geht ja gar nicht. Leute von heute. So. Wahnsinn, unglaublich. Schwarzstein, Netherquarz. Enderperle. Wirrwald finde ich sowieso äußerst
Nee, fragwürdig. Muss man nicht. Wirrwald. Und das ist dann der Wirrwarze. So. Er hat. Alfons, hast du eigentlich Netherwurzen am Start? Ja, relativ viele. Brauchst du welche? Ja, ich würde gerne die roten. Ich würde mir gerne diese roten Netherziegel machen. Später. Dann kannst du doch einfach in die Festung abbauen. Festung abbauen? Außerdem, für die Ziegel, da braucht man Netherrack und den muss man in den Ofen reinhauen. Ja, natürlich, das weiß ich doch. Habe ich doch schon 100.000 Mal gemacht. Er überholt mich da, lieber Alphons. Also was hat das dann mit den Warzen zu tun? Weil man die rot färben kann, weil man nicht die normalen Netherziegel, die sind nämlich ziemlich langweilig, aber die rot gefärbten so. Sind geil. Ja, die okay. Warzen, du kannst deine Warzen rot färben? Horsti, du kriegst gleich einen Bann vom Server. Ich mach gleich /ban Horsti Gaming und so, wir warzen Block. Warte mal. Kill Bully 19. Kill. /kill. Genau. Ja, /kill machen. Kennst du den Befehl? /kill? Pilz nicht. Nö. Ja, ja, kenne ich. Der Tobias verwendet den gern. Ja, der Tobi. Der, deswegen kommt der hier auch nicht auf den Server. Das kannst du dir mal abschminken. Der ist mir zu gefährlich. Ja, genau. Honk. Hier wird /kill auch angezeigt. Also ich könnte das auch machen. Ja, natürlich kannst du das. Ich hab euch ja beiden OP-Status Stufe 2 gegeben. Also, ja. Mhm. Ja. Ja. So. Gibt's eigentlich einen Kill 'em All Befehl, wo man tatsächlich alle. Alle killen noch einmal. Der erste letzte Überlebende. So, na, warum haben wir eigentlich keine. Alle Tiere. Ach so. Alle Lebewesen. Okay. Das ist gefährlich. Ja. So, könnte das hier mal wachsen, der ganze Scheiß. Enderdrache wird gekillt. Haha. Ja. Also ich möchte jetzt einmal kurz was loswerden, Leute, an meiner Community. Solltet ihr mich jetzt nicht gehört haben, ich werde nichts ändern. Hört einfach den anderen beiden zu. Okay. Ich hoffe, ihr habt den anderen beiden zugehört bis jetzt, sagen wir mal so. Ihr keine Ahnung, wie lange das jetzt schon geht, dass er mein Mikro nicht mehr erkannt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe nicht geschaut, rübergeschaut. Mhm. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil es immer passt normalerweise. Aber OBS macht aber manchmal komische Sachen. Du kennst das doch beim Fallout Let's Play, dass auf einmal der Game Sound weg ist und so weiter. Ja, total komisch. Aber nur bei Fallout. Nur bei Fallout. Und das ist seltsam. Also, aber das ist, weil Fallout Alphons, immer so Fallout ist. Ja, stimmt, ja. Ja. Ich hole mein Reittier und dann geht's los. Reittier? Geil. Mein Hermann. Ja, wir werden in deine Richtung reiten, weil dort ist halt noch mehr Festland. Ihr wollt also eine Reise machen? Ja, wir wollen leise auf der Reise, ja. Viel Spaß. Ich bleib in der Heimat und näher mich redlich. Was machst du gerade, Honk? Ich fälle Bäume, ich züchte Kühe, ich kille scheiß Hühner. Kackhuhn. So. Mann, mir ist so heiß, Leute. Ich habe Hitzewallungen, Leute. Bist du schwanger? Keine Ahnung. Ja. Wechseljahre vielleicht. Ja, das glaube ich auch. Ja. So, ich werde noch meine Kartoffeln hier abbauen, ja. Die sind schon durch. Hä, warum bin ich so schnell? Die sind nicht so durch wie du, Horsti. Ja. Nö, ich bin noch nicht. Noch geht's. Okay, ich muss gleich mal meinen Tee aus der Küche holen, Digga. Und ich mache dann vielleicht auch mal eine Aufnahmepause. Also ich will jetzt hier nicht die ganzen 1,5 Liter Kaffee nämlich am Stück trinken, sonst kriege ich einen Herzkasper, das ist nicht so geil. Oh ja. Ja, und deswegen werde ich mir gleich erstmal einen feinen Chai-Tee wiederholen. Einen Daiichi-Chai-Tee. Ja, das ist so. So, Kartoffel 1, Kartoffel 2. Kartoffel 3, Kartoffel 4, Kartoffel 4, 6. Kartoffel 5, Kartoffelsack. So, zack. Mag ich nicht. Da. Ach, es ist doch schön. Ich hoffe nicht, dass seit Folge 28
jetzt keine Stimme von mir da war. Ja. Das wäre so blöd. Dann denken vielleicht aber mal die Zuschauer, ach, endlich hält der Horsti mal die Schnauze, oder? Ja, genau. Endlich hält er mal die Goschen. Die Goschen. Die Goschen. So heißt das doch, die Goschen, oder? Die Goschen, ja. Oder die Pappen. Die Pappen. Das ist ja noch geiler. Ah, ja. So. Übrigens habe ich es, habe ich das dir schon erzählt, Horsti? Aber dem Alfons habe ich es erzählt. Oder habe ich es dem Horsti erzählt und dem Alfons nicht? Also erzähle ich es euch nochmal in der Gemeinschaft. Ich habe Rückmeldung gekriegt von Zuschauern hier, dass unsere Truppe hier lustig und sehr, sehr, sehr sympathisch rüberkommt. Und ja, also wir kommen gut rüber so als Team. Das ist ja. Das ist cool. Finde ich wirklich cool. Auf jeden Fall macht das Bock auf mehr. Ja, und die Leute haben Spaß, also finden, also einer hat ganz klar mir geschrieben, dass es halt hier wirklich lustig abgeht und dass man sich über uns wunderbar weglachen kann. Und das ist eigentlich ganz gut, genauso will ich das haben. Genauso will ich das haben, Leute. Metal-Leute. So, Metal-Leute. So. Und das ist mein Follower übrigens. Ich weiß nicht seit wann, aber du hast jetzt 425. Ah ja, ach, hatte ich schon öfter mal. Da geht immer einer wieder weg und kommt wieder einer rein und das ist immer wieder dasselbe. Na komm. Kenne ich den Spaß. Also, ich wäre bereit, ja, Alfons. Dein Wo ist mein Pferd? Wo Keine ist mein Ahnung, Pferd, wie es meint. Das Goldene ist meint. Da. Gold. Wir können reiten. Ja, kommst du? Folgst du mir? Ja, ich folge dir. Auf geht's! So, jetzt springen wir hier runter. Scherz. Nö, ich muss aufpassen hier. Mein armer Hermann. Wenn du jetzt Schaden kriegst, lach ich. Oh. Ah, nö, mach ich nicht. Also, der springt ja automatisch. Ah! Scheiße! Mein Pferd, das ist so krass, das kann gerade mal zwei Blöcke hochspringen. Maximal. Weil ich ein Rennpferd habe. Warte mal, du hast ja diesen lahmen Klepper, ne? Nein, ich hab drei Pferde. Ich hab Speedy Gonzales, ich hab den Hochspringer und ich hab den Alleskönner. Nein, den Alleskönner hab ich nicht. Da hast du und der Alfons stecken im Wasser fest. Ja, das ist doch mal was. Das heißt, da habt ihr doch mal was hingekriegt. Endlich mal. Wahnsinn. Das war so lustig. So, jetzt müssen wir hier rüberkommen. Und zack. Das geht ja wohl hier an. Jawohl. Alter. Komm, Pferd, sauf nicht ab. Pferd, halt ein. Hey, Pferd. Haltet ein. Ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Wer kennt das? Kennt ihr das? Wo ist meine Leine hin? Irgendwas war da mal, ja. Ich hab da Ja. Ich hab das immer im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war mit einem. Stadtgottes oder so, also die Stimme kommt mir zumindest bekannt vor. Kann das nicht der Stadtgottes gewesen sein, in Talon? Der Chef der Stadtgarde, mit der, dieser Brecher da, mit dem man auch dann irgendwie die Oger weghauen geht? Hm. Der könnte das nämlich sein. So. Das kann sein, ich feiere den Typ, der ist relativ sympathisch. Leute, ich gehe mal kurz aus dem Spiel raus und auch aus dem Discord. Ich muss mal meinen Tee holen und bestimmte Dinge erledigen und bin gleich wieder da. Ja, und auch an meine Zuschauer, ich mache jetzt eine Pause und bin sofort wieder da.